Es ist die berühmte Ruhe vor dem Sturm hier in der Eishalle im Kitzbüheler Sportpark. Diese Eishalle wird nämlich heute Abend in einen brodelnden Hexenkessel verwandelt werden. Beim Klassiker, beim Derby gegen die Eishockeyspieler aus Zell am See. Aber auch jetzt bereits findet ein sehr wichtiges Spiel einer unserer Nachwuchsmannschaften statt. Es geht dabei um den Aufstieg ins Playoff. Die Jugendarbeit bei den Adlern spielt nicht nur für den Jugendverantwortlichen Gerhard Eilenberger, sondern natürlich auch für den Präsidenten Volker C. eine ganz, ganz wichtige Rolle. Dementsprechend sind beide sehr gespannt, ob heute der Aufstieg ins Playoff gelingen wird. Der EC, die Adler Stadtwerke Kitzbühel, leistet ja ganz hervorragende Jugendarbeit. Wie beginnt denn das? Ab welchem Alter macht es denn Sinn, sich für das Eishockeyspielen zu interessieren? Ja, so mit 3, 4 Jahren wäre der ideale Einstieg, aber bis zum 10. Lebensjahr hin ist es immer noch möglich, ein Spitzensportler zu werden. Es gibt ein Schnuppertraining jeden Mittwoch und Freitag von 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr. Und zusätzlich haben wir auch die Schulen eingeladen. Und an jedem Donnerstag ist irgendeine Klasse aus Kitzbühel oder der Umgebung von den Volksschulen hier, um unter Anleitung unserer Trainer aufs Eis zu gehen und einmal am Eis zu schnuppern. Nach dieser zweiten Saison muss ich sagen, wir haben viel Entwicklung hier gemacht, viele Schritte nach vorne. Und natürlich haben wir nicht so viele Kinder, wie ich mir wünsche, aber ich bin ganz stolz auf die alle Mädels und Jungs. Unsere Jungs bringen eine tolle Leistung, sind im zweiten Drittel mit 5:1 in Führung. Nach dem letzten sehr hohen 8:3 Sieg unserer Kampfmannschaft gegen Linz zeichnet sich auch hier bei den Jungadlern ein echter Kantersieg gegen die Gäste aus Götzens ab. Für die Eltern vor allen Dingen ist interessant natürlich die finanzielle Belastung, die auf sie zukommt. Wie schaut denn das aus bezüglich Ausrüstung und Investitionen? Bei den Anfängern gibt es keine Investition für die Eltern. Außer den Clubbeitrag, denn das ist die Voraussetzung, dass man Clubmitglied ist, wenn man mal dabei ist. Ansonsten haben wir Ausrüstungen zu verleihen für alle Altersgruppen. Und es ist nur der Kampfgeist und die Freude am Sport, die ist wichtig bei den Kindern. Wenn man sich als Laie so ein Eishockeyspiel anschaut, dann schaut es teilweise sehr brutal und gefährlich aus. Wie gefährlich ist der Eishockeysport wirklich? Der ungefährlichste Sport aus meiner Sicht und auch aus Sicht der Mediziner, denn es ist eine gleitende Bewegung. Es gibt keine abrupten Stopps. Und außerdem ist man dermaßen gut ausgerüstet und gepolstert und auch geschützt, dass es eigentlich keine Verletzungen gibt. Da ist es in anderen Sportarten viel gefährlicher. In den Pausen wird das Eis repariert. Für uns die ideale Gelegenheit, um mit Präsident Volker C. zu sprechen. Volker, das Spiel der Jugendlichen, das gerade läuft, ist ja ein sehr wichtiges. Es ist aber nicht das einzige wichtige Spiel des heutigen Tages. Nein, zunächst mal hoffe ich, dass wir heute einen Einzug schaffen in die Playoffs mit der U15. Und heute Abend kommt das große Derby gegen Zell am See. Dieses Derby ist ja geradezu ein Klassiker. Mit welchen Gefühlen geht es in dieses Derby hinein? Ja, ist immer sehr emotional. Es ist immer sehr wichtig, dass wir gegen die Pinzgauer, gegen Zell am See gewinnen. Und wir kämpfen auch noch um einen direkten Einzug in die Playoffs in der Hauptrunde. Das heißt, ihr zählt unter anderem heute auch sehr stark auf eure Fans. Absolut. Wir erwarten heute Abend volles Haus im Sportpark hier in Kitzbühel. Und unsere Fanclubs werden uns tatkräftig unterstützen. Das Spiel hat begonnen. Diese imposante Eishalle hier im Kitzbüheler Sportpark bietet die perfekte Kulisse für ein solches Schlagerspiel, für dieses Derby gegen die Eisbären aus Zell am See. Wir freuen uns vor einer fantastischen Kulisse auf ein hoffentlich faires und actionreiches Spiel. Die Adler starteten vor 1.350 Fans im Sportpark überfallsartig in das dritte Saisonderby gegen Zell am See. Und schon in Minute 7 wurden die Angriffe belohnt. Der Schwede Johann Schreiber erzielte im Powerplay die verdiente Führung. 4 Minuten später schlugen die Gäste aber zurück. Und so ging es mit einem 1:1 in die erste Pause. Die Pause ist vorbei. Eishockey-Fans aller Altersklassen strömen nun wieder in die vollbesetzte Eishalle. Und wir freuen uns auf ein spannendes zweites Drittel. Drittel 2 stand ganz im Zeichen der Adler, die sich Chance um Chance herausspielten.
Aber selbst wenn Goalie Dominik Frank schon bezwungen war, rettete für Zell am See die Querlatte. Die Torschussstatistik im Mittelabschnitt lautete am Ende 15:8 für Kitzbühel. Aber Treffer konnte kein einziger erzielt werden. Auch für Trainer Charles Franzen war Drittel 2 ein Knackpunkt. In den zweiten 20 Minuten hätten wir zumindest 2 oder 3 Treffer erzielen müssen, so Franzen. Zwei Drittel des Spiels sind geschlagen. Dein Kommentar dazu, wie läuft's? Ja, recht hin und her, muss ich sagen. Aber es, glaube ich, könnte noch eine gute Wende nehmen für uns. Es ist ein Hin und Her, 20 Tage. Werden wir sehen, wie das dritte Drittel dann ausgeht, nicht? Es steht 1:1. Kitzbühler kämpfen jetzt und da kriegen wir heute. Was erwartest du dir vom letzten Drittel? Vom letzten Drittel Action und Power, Vollgas. Natürlich hoffe ich, dass die Kitzbühler in der Torschüsse noch gewinnen, aber Zell, die sind luftgefährlich. Ganz offen ist die Partie. Und die Regel, Tore, die man nicht schießt, bekommt man, gilt nicht nur im Fußball. Das lehrte Kitzbühel der Schlussabschnitt. Entgegen dem Spielverlauf ging Zell am See plötzlich 3:1 in Führung. Damit wurde der Sturmlauf der Adler noch intensiver, aber es war vergeblich. Mehr als der Anschlusstreffer durch Kapitän Henrik Hochfilzer in Minute 54 war nicht mehr drin. Verlieren gehört genauso zum Sport wie das Gewinnen. Am Vormittag haben die Jungs gewonnen, jetzt die Kampfmannschaft verloren. Insgesamt aber doch ein großer Tag des Eishockeysports in Kitzbühel. In der Tat, wir wollten es eigentlich gerne wiederholen, was die Jugendlichen heute Morgen uns vorgemacht haben. Aber wir haben viele Chancen gehabt und wir haben leider Gottes heute verloren. As a coach, you always go through the game several times. As a player, if I can just rely on my own career, was that when you lose, you go through every shift, you go through every pass, every shot, and you're trying to learn from your mistakes. If when you win, you put them behind you, and you don't look at it that much as when you lose. It's not over before it's over, and we're going to fight to the bitter end. Bei uns zählt immer never give up. Wir spielen am Donnerstag gegen Bregenzerwald. Das werden wir mit Sicherheit gewinnen, und dann am Samstag werden wir den Bären in Pinzgau erlegen.